Das ist für Stefan Heckmann. Spazieren gehen. Ihr seid keine Väter! Klappe! Oh, ich sapete. Cosa io. Wenn du ein Stipendium hier bekommen würdest, was würdest du hier schreiben? Wir dürfen diesen Film nicht veröffentlichen. Eigentlich das ist nicht. Wirklich ein Geheimtipp. Man müsste dafür Geld nehmen. Also man müsste sagen, diese Folge muss jetzt wirklich bezahlt werden. Ja. Wisst ihr Bescheid? Das ist für Stefan Heckmann. Spazieren gehen. Oder heißt die jüngste Ja, genau. Oder heißt die jüngste Servus. Hi. Hallo. Ja. Schöne Ecke hast du dir ausgesucht. Ja, Sarko ist ein sehr, sehr beliebtes, schon sehr lange sehr beliebtes kleines Städtchen zwischen den Seen Havel, Wannsee, Sarkoer See, weil es nämlich vor dem Krieg oder im Zweiten Weltkrieg von den Lufthansa-Piloten als Villen vor Ort ausgesucht wurde. War natürlich nicht nur zu Wasser und zu Lande, sondern vor allem aus der Luft haben die sich dieses Gelände ausgesucht, weil das eben so schön zwischen den Seen liegt, in einem uralten, auch noch von urgesteinzeitlichen Siedlungen belegten Königswald gelegenes Dorf, und da haben sich ihre kleinen Villen hier hingebaut. Später war das dann nach dem Krieg Grenzgebiet zwischen der DDR und der BRD. Deshalb sieht man auch noch so viele Kasernen auf dem Fahrt hierher. Mhm. Und wir gehen jetzt einfach mal hier eine wunderschöne Allee runter zum Sarkoer See, einem der schönsten und saubersten Seen Brandenburgs. Ich will an dieser Stelle erwähnen, dass Blum und Heckmann heute sozusagen im Ausland unterwegs sind, denn wir sind hier vor den Toren Berlins. Das ist schon nicht mehr Berlin. Außerhalb von Berlin unterwegs. JWD, geht's kaum. Gibt hier echt schöne Häuser. Wirklich schön, direkt am See. Es gibt hier aber auch Krematorien. Oder ich weiß nicht, zum Leben. Das hast du bestimmt nicht gedacht. Oder doch? Naja, vor allem habe ich erst gedacht, weil der Sportplatz dahinter ist, habe ich gedacht, boah, die haben hier aber Kohle für so ein Sportheim. Was denkst du, ey? Nein, da werden moderne Ehen zu Grabe getragen. Ja, die Frontstraßenfront sieht schon sehr. Wir lassen uns unsere Mauer doch nicht wieder nehmen. JWD-Wald. Und das war eine Fasanerie? Sammy der Gal. Ja, das ist hier eine Fasanerie gewesen. Das kann man in dieser Heckenstruktur sehen. Also ich würde das nicht wissen, wenn ich nicht erzählt bekommen hätte, aber da haben die Fasanen dann dahinter natürlich, die waren hier so im Gemüse unterwegs, und die Trennung war eben diese Hecke hier. Jetzt sieht man davon nichts mehr. Man würde nicht mal ahnen, dass hier ein Fasan. Ja. Doch, ist noch da. So machen die Fasane. so schöne Tiere und dann so komische Geräusche. Genau, das ist nämlich das Interessante an dem. Das finde ich ja nach wie vor interessant, dass der als erster so klassische Themen der Operette oder des Musicals mit Jazz kombiniert hat. Ja? Mit Ralph Benatzky. Ralph Benatzky ist auch ziemlich bekannt. Der hat tolle Lieder geschrieben, die ich auch im Repertoire habe. Ja, siehst du? Aber dieser, wie heißt er nochmal? Charell. Charell hat hier gewohnt, also nicht hier. Doch. Nicht hier direkt. Nicht im Siebenhaus, nicht, nein. Aber hier in, ja, in Gato und in Sarko, genau. In Sarko. Inszenierung, Erich Pommer, auch bekannt. Ja. Erich Pommer ist bekannt. Erich Pommer Institut. Der Kongress tanzt Musikfilme der frühen Tonfilmära 1933. Löste die Ufer wegen Charells jüdischer Abstammung einen Vertrag über weitere Filmvorhaben. 3 Jahre später wurde er erfolgreich vom Gericht verklagt auf Rückzahlung von 26.000 Reichsmark, die man ihm als Vorschuss gezahlt hatte für einen Odysseus-Tonfilm-Operettenprojekt mit Hans Albers in der Hauptrolle. Okay.
muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht hinfalle. Da geht's zum Strand. Badehose ein, Schwesterlein, und dann geht es raus nach Wannsee. He's a freedom brother. So. Beach. Oder ein Sensor, kann auch sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was war da dran? Keine Ahnung, was hier dran war. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall ein Grenzposten, ne? Ja, irgendeine Kontaktstelle. Eine Kontrollstelle hier. Kontrollstelle hier mitten im Wald. Eigentlich ist das alles. Ja, Grenzgebiet gewesen, ja. Kilometer. Sperrgebiet, ja. 50 Kilometer in alle Richtungen, ist alles DDR. Grenzgebiet. Aber es war doch de facto dort DDR und hier DDR. Das waren Vorposten. Es hat zwischendurch irgendwo Posten gegeben. Kontrollposten. Es gab auch Schlagbäume mitten im Wald. Weil hier, guck mal, das sind vielleicht ein Kilometer bis zum Wohnbereich, wo Häuser stehen. Ja. Das Tolle an dieser vermaledeiten Grenze ist natürlich, dass man immer noch aufgrund dieser Tatsache Landschaften findet, die unberührt sind dadurch. Ja? Also die wirklich noch Urwaldcharakter haben. Auch an der langen deutsch-deutschen Grenze findet man ja auch einen breiten Grüngürtel mit Fauna und Flora, die sonst nirgendwo mehr gibt. Und hier ist es auch so, als ein Naturschutzgebiet vom Feinsten. Ich sage aber jetzt nicht, wo es ist. Ne? Damit nicht zu viele kommen und ihre Wildschweinspuren hinterlassen. Geheimtipp. Im Schilf kann man sich gut verstecken. Das ist der Grund, warum hier an diesem See 1986 Rainer Liebecke versucht hat, in den Westen zu schwimmen. Leider ist er dabei ertrunken. Hier ging die deutsch-deutsche Grenze entlang, durch die Harfe. Ja. Hörst du die Frösche quaken? Hör ich. Sie liegen in grünen Laken. Das sind auch Kulturschaffende, ja. So wie andere Menschen, die hier anscheinend eingeladen werden. Das ist das Futter von den Schildkröten, die wir beim letzten Mal hatten. Das ist ein Studentenfutter. Ist ein, guck mal, was machen die da? Inspirieren. Die Platane wulstet. Das ist doch ein Baum, oder? Schöner Baum, ja. Was für eine Platane. Und diese zwei grünen Buttons hier für rechts und links. So. Ja. Und hier finden Lesungen und Konzerte statt, ja, normalerweise? Ausstellungen mal statt oder auch klassische Konzerte, so Bach rauf, Bach runter. Und hier wohnen dann auch Künstler? Oder ja, früher, also, zu dieser Zeit gab es dort in diesem Gebäude vor allen Dingen und in den danebenliegenden so Schriftsteller-Klausen. Schau mal, was für schöne Blumen die im Fenster haben. Ja, die haben auf jeden Fall auch eine Stereo-Surround-Anlage. Mancher Dichter kommt auch nur zum Klopfer trinken. Offensichtlich. Hinterlassenschaften von Literaten. Aber hier kann man es als Künstler schon aushalten. Die Laube. Für die Lauben, die ich ja mal sagen. Oh, wie schön. Kannst du da vielleicht mal was irgendwie aus dem weißen Rössel? Vielleicht. zum besten Schmettern. Nö, nee, aber es fiel mir gerade ein. Das ist Wolfgangsee, Straßburgsee. Also mich erinnert das mehr an die Laura von so eher Renaissance-Musik. Bitte.
Lasst uns trinken roten Wein, lasst uns fröhlich sein. Klappt nicht ganz, war auch von der Tonlage nicht ganz anders. Aber es war barock. Wunderbar, wunderbar. Also da sieht man doch, da liegen Talente brach, stehen Talente brach in der Laube. Ja. Ja, und Ombra Maifu ist immerhin der Schatten war. Blüht es auf hier, ja. Deine Mutter wüsste jetzt, was das für Blumen sind. Genau. Das würde ich dazu das passende Lied von Stevie Wonder singen. Den habe ich schon im letzten Film vom Garten. Ah, ja. Aber das ist auch schön hier, schau mal. Das könnte natürlich an dem Winkelbalkon ein bisschen Renovierung vertragen, aber es ist wunderschön. Nein, das haben wir extra so gelassen, ne? Damit du auch nicht das Gefühl hast, jetzt in ein komplett saniertes... Hier kannst du auch die Schriftstellerklausen sehen, komm mal her. Und hier ist eine Sonnenuhr. Wollen wir nachgucken, wie viel Uhr es ist? Nein, müssen wir nicht. Es ist vollkommen egal hier, wie viel Uhr es ist. Das sind die Schriftstellerklausen, das da. Ja, diese vor allem hier. Das ist meine. Also sieht aus wie das Haus von Kafka. Heckmann, das Brett abnehmen. Ja. Nee, nicht das vom Kopf, das andere. Und das hier ist der Badebereich. Also auch Schriftsteller müssen ja mal. Hier kann man sehen, dass es ein Haustelefon gibt und einen Tisch zum dran sitzen und schreiben. Hallo? Aufmachen. Wenn du ein Stipendium hier bekommen würdest, was würdest du hier schreiben? Na ja, schau mal, in diesem idyllischen Surround. Ich würde eine Operette schreiben, die sich mit Jazzmusik kreuzt. Und ganz im Sinne des Kollegen Charel würde ich sagen, wir führen das Ganze hier im Park auf. Eine Soiree mit Songs von Bernatzky und Gershwin und so. Ne? Aber die sind tot, warum nimmst du nicht Lebende? Warum soll ich nicht mit Toten Musik machen? Also, ich meine, es sind so viele Tote, die heute Musik machen. Das ist ja Wahnsinn. Knorrig. Echt knorrig. Und du siehst, wie das Leben sich dann wieder den Weg bahnt. Ja. Aber wenn man so einen Baum sieht, ne, kann man auch sagen, also mal, besonders systematisch bist du ja auch nicht, ne? Die Natur ist verschwenderisch. Ja. Eben nicht effektiv. Ja, weil mir das aus der Seele spricht. Die Natur. Hüpf mal da. Sing mal das. Mein Freund, der Baum, erlebt. Doch keine Musicbox. Ach so, ich dachte, bei dir müsste man nur auf den Knopf drücken und schon kommt ein Lied raus. Ja, das stimmt schon. Jetzt hat sie es zugegeben. Haben wir das? Bitte erst jetzt schneiden. Ja, und das ist das Schöne hier. Hier kann es immer noch schöner werden. Ne? Sieht man ja. Guck mal, geh noch ein bisschen näher ran. Noch ein bisschen. Ja. Warum in die Ferne schweifen? Ne? Das gefällt ihr. So ein Quatsch. Ne? Das ist alles okay. Ne? Das ist so, wirklich sehr schön hier. Ja, das hätte ich jetzt sagen müssen. Viel schöner als zum Beispiel solche angeblich Hotspots wie Pfaueninsel oder sowas. Ja, finde ich nämlich auch. Und ich finde es hier viel schöner. Viel schöner und das ist auch nicht so. Wir dürfen diesen Film nicht veröffentlichen. Eigentlich das ist nicht. Wirklich ein Geheimtipp. Man müsste dafür Geld nehmen. Also man müsste sagen, diese Folge muss jetzt wirklich bezahlt werden. Ja. Wisst ihr Bescheid? Da sind die, da ist das hier das ganze Gold aus dem Bernsteinzimmer drin verbaut worden. Jetzt erzähl doch das nicht. Die Leute jetzt kommen sie alle so. Die glauben das noch. Wir auf. Bringen die Leute nicht auf Ideen. Die kommen mit der Spitzhacke her. Die glauben mir den größten Blödsinn. Ja, toll, also wirklich. Ja. Die Frösche verfolgen einen hier übrigens. Ne? Das ist die Macht der Frösche. Hier irgendwo sitzt auch dieser berühmte Stephen King irgendwo unterm Baum, zusammen gefesselt, geknebelt, sich selber Gast und schreibt. Ja. War der hier auch Stipendiat? Ja, der ist immer noch Stipendiat hier. Frosches Abo oder so, ehrlich heißt das irgendwie, oder?
Mir das dekodieren, bitte. Frösche quaken. Geheimdienstnachrichten aus dem Schlosspark. Interessanterweise quaken Frösche in Moll. Hör doch mal auf. Es knistert so spät durch Nacht und Wind. Das ist der Heckmann. Mhm. Reim mich oder ich schlag dich, ne? Das hat sich nicht gereimt. Noch nicht. Ich hab mir den Reim verknüpfen. Na gut, Mann. Ich weiß nicht, was das jetzt für Konsequenzen hat, dass du dir sowas verkneifst. Also, wenn du dir schon einen Reim verkneifst. Heutzutage muss man sich sogar Pointen verkneifen. Verkneifen. Das finde ich gut. Guck mal da, jetzt kannst du da das Schloss. Das ist Schloss Glienicke, ja. Also da war nur für hier Zoom mich oder ich erpresse dich, ja. Das ist Schloss Glienicke. Da sieht man, wie hier Lené und alle anderen die Achsen gelegt haben, die Sichtachsen, ja. Da diesen Palisadengang da oder diese Arkaden unterhalb links, da fängt Schloss Glienicke an. Das geht hier rüber, links, wo jetzt das Brückchen fährt, das ist das ganze Gelände von Glienicke. Und was man gerade durchsieht, ist Babelsberg, Schloss Babelsberg. Ja. Und das ist die berühmte Klinika Brücke. Yeah, that's right. Und das heißt, da war Westen? Ja, da, ja. Da? Das ist hinter der Brücke links ist Klinika Schloss, ist Westen. Babelsberg ist Osten. Und die Brücke war halt diese Grenzbrücke für die Spione, die aus der Kälte kamen. Ja, ich sag's doch. Du kannst es auch übersetzen in Kuckuck-Deutsch. Und da kommt unser kleines... Ist der Gerichtsvollzieher schon da? Ja, genau. Jetzt bleib doch hier. Jetzt komm her. Ich will mit dir reden. Ich will aber nicht. Heute ist Vatertag. Heute ist Entenvatertag. Ja, der will endlich mal in Ruhe ein bisschen ABBA hören. Genau. Wo gehst du jetzt wieder hin? Bleib doch mal zu Hause. Ewig diese Unruhe. Ne? Hat er es gesagt? Genau, hat er gesagt. Wir wollten euch nicht stören bei dem Streit. Wir sind einfach politisch auf zwei verschiedenen. Eine rechts, eine links. Ne? Ja, Herr Erpel, du musst dich bewegen. Auch am Vatertag. Herr Erpel. Und tschüss, siehst du? Und dann gemeinsam Abflug. Wunderbar. St. Highland. Aber es sieht ein bisschen tatsächlich norditalienisch aus. Ja. Maria entra la chiesa di Gesù sulla Rivola di Sacro a Potsdam da Brandenburg. Buonasera, signora. Come stai? Grazie, come state? Grazie. Mi piace questa chiesa. Molto bene, molto gentile. Grazie, signor Eckmann, per visitare questa meravigliosa chiesa Island a Potsdam. Hier steht auch der Text, was kindisch war, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich es. Weise. Dann aber werde ich es erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei aber, die Liebe ist die größte unter ihnen. Sag ich doch. 1. Korinther 13. Oh, ich sapete, che cosa io voglio. Seerosen! Bloß die Arschlöcher stören. Keiner von denen ist ein Vater. Nein. Ihr seid keine Väter! Klappe! Man sieht nur den Fall, dann solche Geräusche. Saufen, saufen, saufen. Hier kann man auch schön ins Wasser gehen. Schau, der schöne kleine Strand für dich extra hier. Dann geht man auch wieder. Lass mich nicht ekelhaft.
Aber dieser Laubengang hier. Das ist toll, ne? Ja, Arkaden, Entschuldigung. Ist toll. Keiner mag Flugscheißer. Nee, wirklich, also finde ich auch. Mein Gott, kann man hier kitschige Filme drehen. Wieso? Zum Glück drehen wir keine kitschigen Filme. Wieso? Romantische, italienische Liebesfilme. Vor allen Dingen mit der Hintergrundmusik. Okay, kann man ja immer blenden. Ich könnte denken, dass das ein bisschen eine Anspielung auf Zeus ist, der seine Blitze schleudert. Tatsächlich ist es ja ein Hinweis für die erste deutsche Antennenanlage für drahtlosen Telefonverkehr. Ne? Man glaubt es nicht. Das ist überhaupt ein sehr interessantes Gelände hier insgesamt, nicht nur von der Gartenanlage her, von der Struktur, sondern eben auch als Grenzanlage und auch als militärischer Stützpunkt ist diese Anlage war gegen hart umkämpft gewesen. Nicht allein wegen des Flughafens in Gato, der ja nur ein Steinwurf weit von hier weg ist, sondern auch wegen der Wasserlandlage hier. Deshalb sind hier mit den Flugzeugen drüber geflogen und haben schon gesehen, boah, das gut mal genau. Hier, gut super. Hier, da will ich wohnen. Ja. Das nehme ich. Ich kann Sie verstehen. Ja, in Corona-Zeiten muss man sehen, wo man bleibt. Aber guck dir das mal an, ey. Guck dir mal echt an. Das ist echt eine schöne Kirche, oder? Sag mal selber du, Sammy, du. Ja, finde ich auch. Ja? Schau mal. Davon haben wir gesprochen. Da sind wir. Da Klinike. Und das ist dann die Klinikerbrücke, die wir gesehen haben. Hier ging die deutsch-deutsche Grenze entlang. Durch die Havel. Da ist die Heilandskirche, bei der wir waren. Da sind wir jetzt gerade. Das kann so nicht bleiben nach Corona, dass sowas leer steht. Gib's den Künstlern. Der Mond so voll und deine Augen. Groß. Du hältst meine Hand in deiner und lässt sie gar nicht los. Ich weiß, du willst, dass ich was zu dir sag. Doch fällt mir gar nichts ein, so sehr ich mich auch damit plag. Ich bin leider gar nicht romantisch. Ich merke, da fehlt mir halt was. Ich wär wirklich gerne romantisch. Sagte dir leis dies und das, doch fällt mir nichts Passendes ein. Am liebsten wär ich jetzt allein. Ich wär wirklich gerne romantisch.